Willkommen bei Kokinesi, schön bist du dabei. Das Mal gibt es etwas mega Herziges, und zwar meine Quiche Lorraine. Voilà, so sehen die Dinger aus. Ich finde es einfach perfekt, zum Beispiel, um sie zum Apero servieren. Normalerweise könnte man ja Quiche Lorraine so als grossen Kuchen. Und so klein kann man sie auch wunderbar mitnehmen, als Mitbringsel oder zum Beispiel zu einem Picknick. Und jetzt zeige ich doch als allererstes gerade mal die Zutaten. Wir brauchen für einen Teig 330 Gramm Mehl, 1,5 Teelöffel Salz und 3/4 Teelöffel Trockenhefe, 160 Gramm Butter und 9-12 Esslöffel Wasser. Wenn ihr den Teig nicht selber machen wollt, könnt ihr ihn auch kaufen. Dann nehmt ihr am besten etwa 500 Gramm ausgewählten Kuchenteig. Für die Füllung brauchen wir dann 250 Gramm ungekühltes Kimmig, 1 Ei, 160 Gramm Speckwürfel, 170 Gramm Lauch, 140 Gramm Zwiebeln, 75 Gramm rezente Gruyère und 75 ml Milch. Zum Würzen empfehle ich ein bisschen Salz, Pfeffer, Muskatnuss und wer möchte, kann noch ein bisschen Paprika nehmen. Dann braucht es Cupcake- oder Muffinblech und wenig Butter zum Einfetten. Für den Teig tun wir zuerst einmal Mehl, Salz und Trockenhefe vermischen, dann den Butter drin verreiben und den Teig zusammenfügen. Achtung, tut ihn nicht lang kneten. Der Teig wird jetzt mindestens eine halbe Stunde zudeckt kühl gestellt. In dieser Zeit brüten wir in einer Brotpfanne den Speck ohne Fett anbraten. Der Speck hat nämlich schon genug Fett. Dann die Zwiebeln kurz im Speckfett dünsten, bis sie glasig sind. Den Lauch dazugeben und ebenfalls 2-3 Minuten mitdünsten. Mit wenig Salz und Pfeffer würzen und abkalten. Jetzt zur Füllung. Das Kimmig tut man immer am Anfang kurz glatt rühren. Dann den Käse, das Ei und die Milch dazu. Mit Salz, Pfeffer und wenig Muskatnuss und Paprika das Ganze abschmecken. Achtung, nicht zu viel Salz rein tun, der Speck ist nämlich selber schon recht salzig. Damit der Teig beim Auseinander nicht klebt, tun wir das Cupcake-Blech mit ein bisschen Butter zuerst einfetten. Der Teig wird jetzt hauchdünn ausgewählt und dann tun wir mit etwas rundem Kreisen ausstechen. Schaut, was ihr in der richtigen Größe in eurer Küche findet. Bei mir ist zum Beispiel der Deckel von meinem Mixer gerade perfekt. Aus den Kreisen schneiden wir einen Spickel raus, sonst haben wir nämlich zu viel Teig und den Teig ins Blech hineindrücken. Ihr seht, bei mir hat es jetzt einen helleren und einen dunkleren Teig. Das ist, weil ich einen Teil selber gemacht und einen Teil gekauften Teig eingefüllt habe. Beim gekauften Teig ist es wichtig, dass ihr den noch ein bisschen dünner auswählt. Der ist nämlich, wenn man ihn kauft, für das, was wir jetzt brauchen, noch viel zu dick. Jetzt kommt die Lauchmischung in die Förmchen rein und dann kommt unsere Creme drüber. Die vermischen wir noch schön ein bisschen mit dem Lauch, vermischen, damit alles wirklich gar wird. Et voilà! Unsere Mini-Quiche kommen jetzt bei 180 Grad in den vorgeheizten Ofen unter die Ofenmitte und werden so ca. 35-40 Minuten backen. Und Ladies and Gentlemen, so sehen sie dann schlussendlich aus. Wobei, ihr habt sie eigentlich schon am Anfang gesehen. Aber es ist mega schade, gibt es noch kein Geruch-Internet. Denn wenn ihr schmecken würdet, was die für einen Geruch verströmen, dann würdet ihr sofort in die Küche rennen und irgendwann noch machen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Das Rezept wie immer hier unten in der Infobox verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und uns ein Like gebt. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss.